Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran a city, man, I still go. Jo, da habe ich mal schön den Belag rasiert hier. Mann, 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 gleich mal wegfegen hier, sonst gibt's noch Stress mit der Parkaufsicht. Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei den Scooterhähnen in Berlin und das Ganze auf dem wunderschönen Tempelhofer Feld bei bestem Wetter. Hinter mir steht der neue Styrion, um genau zu sein, der neue Styrion C30, den ihr in insgesamt drei Geschwindigkeitsstufen bekommt. 20, 25, 32. Wir haben hinter uns die 32 km/h Version, das Ganze für 2.999 Euro, made in Germany. Ja, und den testen wir heute für euch. Ja, hier schön auf dem Tempelhofer Feld, dann nochmal bei mir zu Hause und dann düsen wir noch ein bisschen durch die Stadt. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall mal ein schönes Feedback zu diesem neuen E-Roller. Yes, los geht's! Ja, Freunde, da steht er jetzt, der Styrion C30 und ich will euch mal die wichtigsten Fakten um die Ohren hauen. Also Grundpreis 2.999 Euro. Drei Geschwindigkeitsstufen gibt es jetzt hier an dieser Stelle. Also ihr könnt das Fahrzeug bestellen mit 20 km/h helmfrei als Leichtmofa, mit 25 km/h Helmpflicht als Mofa und 32 km/h ebenfalls Helmpflicht als Moped. Könnt ihr natürlich auch mit der Führerscheinklasse B ohne Probleme fahren. Ja, Grundpreis hatte ich schon erwähnt, 2.999 Euro. So wie er jetzt hier steht, kostet er mal schlanke 3.600 Euro. So, jetzt wird der eine oder andere sagen, Mann, ist ganz schön teuer. Freunde, wird auch in Deutschland gebaut, ist in Deutschland entwickelt. Da muss man dann eben auch mal ein bisschen tiefer in die Tasche greifen. Dafür kriegt ihr auch eine hammermäßige Qualität. Das ist jetzt aber nicht Serie, sondern der hat jetzt eigentlich schon fast alles dran, was man sich wünschen kann. Zusätzlich müsstet ihr also dazu bestellen, wenn ihr ihn genauso haben wollt, Schutzbleche vorn und hinten. Dann wiederum das Abus-Rahmenschloss, wo es noch eine Kette mit dazu gibt. Die befindet sich hier unterm Sattel mit einer praktischen Tasche. Finde ich super. Trittbretter, falls ihr mal stehen fahren wollt, was ihr aber nicht dürft, könnt ihr auch nur ab Werk bestellen. Nachrüstung ist an dieser Stelle nicht mehr möglich. Und schwenkbare Hinterachse, das finde ich ein Hammer. Und somit passt das Fahrzeug in jedes Auto, sogar in einen Smart. Und das macht es ja auch gerade aus. Ja? Gewicht ist immer das eine, aber die Variabilität und wie kompakt kann man so ein Fahrzeug gestalten, das ist das andere. Zu guter Letzt, zumindest bei diesem Fahrzeug, hier haben wir noch die gefederte Sattelstütze und ihr könnt, wenn ihr wollt, noch einen Range Extender dazu bestellen, dann ist hier am Oberrohr nochmal ein Akku befestigt, den tauscht ihr dann einfach aus und somit hättet ihr die doppelte Reichweite. Also schon eine ganze Menge, was man hier für sein Geld bekommt. Das Fahrzeug wiegt insgesamt 22 Kilo, Gesamtzuladung 135, bedeutet, ihr könnt insgesamt 113 Kilogramm zuladen. 14 Zoll Luftbereifung hinten, 18 Zoll Luftbereifung vorne. Motor 48 Volt von der Firma Barfang, 65 Newtonmeter, 500 Watt und eine Peakleistung von ca. 1000 Watt. Dazu kommt natürlich noch unser Akku mit 556 Wattstunden, das sind umgerechnet 11,5 Amperestunden und eine Reichweite von ca. 30 bis 40 Kilometer. LED-Beleuchtung vorne, LED-Beleuchtung hinten mit Rücklicht, Bremslichtfunktion, zeige ich euch auch gleich nochmal, wie das Ganze im Dunkeln aussieht. Und dann siehst du hier auf der anderen Seite nochmal sehr schön die hydraulische Scheibenbremse, ja, vorne und natürlich auch hinten. Ja, und dann geht es über den Rahmen eigentlich schon nach oben zu der gefederten Sattelstütze bis hin zum Lenker, den man sich auch nochmal individuell einstellen kann. Großer, breiter Ergotec-Lenker mit vernünftigen, und das muss man wirklich sagen, Handgriffe mit Handbeinauflage. Ihr habt einen Spiegel bereits mit dabei, das ist auch Pflicht in dieser Klasse. Man kommt gut an die Bremse, die Hupe, ich muss mal einschalten. Ja, sieht man diese Amateure, ne? Ja, die Hupe ist auf jeden Fall sehr laut und Geschmackssache. Das Bedienfeld hier für unser Licht und zum Ein- und Ausschalten und um die Fahrstufen einzustellen, das kennen wir bereits aus dem E-Bike-Bereich. Unser farbliches Barfang-Display lässt sich sehr, sehr gut ablesen und auf der rechten Seite haben wir dann unser Daumengas. Also alles in allem eine wirklich runde und schöne Geschichte und wie sich das fährt, wie sich der sitzt und wie der Komfort am Ende ist, das testen wir jetzt, würde ich sagen. Los geht's! Machen wir erstmal hier so einen schönen Ergonomie, Agilität und vor allem auch Höchstgeschwindigkeitstest. Und dann geht's mal raus auf die Straßen und dann schauen wir mal, wie er sich in der Stadt schlägt. Go, 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 go.
Wir starten mit dem Ergonomie-Check. Ich selber jetzt 1,90 Meter, 105 Kilogramm leicht. Möchte ich nochmal betonen, ja? So, und der Stereon, 22 Kilo, das kannst du immer noch handeln. Fünfter Stock ohne Fahrstuhl, ja, da wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Ich möchte euch aber eine Empfehlung aussprechen. Bestellt auf jeden Fall die schwenkbare Hinterachse mit. Das ist ein riesen Vorteil, wenn du das Teil transportierst oder irgendwo in die Ecke stellst. Genauso wie die gefederte Sattelstange. Da geht es um das Thema Komfort. Ich als Rückenpatient weiß, wovon ich spreche. So, ich setze mich jetzt mal auf das Fahrzeug. Ihr seht ja, wie das jetzt hier aussieht. Erstmal die Position an sich. Sattelhöhe finde ich sehr angenehm. Auch die Höhe des Lenkers. Das könnte ich mir jetzt noch ein bisschen einstellen. Finde es aber sehr, sehr gut. Auch die Breite des Lenkers mit der Handbeinauflage absolut gelungen. Und zusätzlich die Trittbretter. Ja, also du hast einfach nochmal eine Auflage hier für deinen Hacken. Würde ich immer mitbestellen. Wenn ihr es nämlich nicht mitbestellt, habt ihr das Problem, dass ihr es im Nachgang nicht mehr montiert bekommt. Ja, also sehr, sehr angenehm. Die Knie haben hier ordentlich Platz. Ja, auch meine Arme, hier auch der Abstand zum Lenker finde ich super. Also Ergonomie-Check jetzt für meine Größe sehr, sehr gut. Und auch kleinere Fahrer haben hier kein Problem. Dadurch, dass du dir ja alles so ein Stück weit auch einstellen und individualisieren kannst. Ja, klasse. Du merkst einfach auch die Qualität. Ich finde das geil. Ich finde das richtig, richtig gut. Wenn du schon von Anfang an merkst, allein schon der Sattel. Ja, du setzt dich rauf, das Ding federt ein. Dann hier schön die Handbeinauflage. Der Lenker von Ergotec. Oh, das fühlt sich einfach gut an. Oh, schön. Ich freue mich schon jetzt echt auf diesen Geschwindigkeitstest, den wir jetzt hier auf der langen Gerade gleich mal machen werden. Und ich blende euch den GPS-Wert ein. Super. Jetzt möchte ich mit euch zusammen natürlich die Geschwindigkeitsstufen durchexorzieren. 48 Volt, 500 Watt Barfangmotor, Peakleistung knapp 1000 Watt. Höchstgeschwindigkeit in dieser Klasse jetzt hier 32 km/h. Ob er die wirklich erreicht, das überprüfen wir jetzt per GPS. Ihr fangt an mit Fahrstufe 0. Also Fahrstufe 0 würde jetzt bedeuten, dass ihr das Ganze wie so ein Kinderrad nach vorne schiebt. Das wollen wir natürlich nicht. Achtet also bitte darauf, ja, dass der Akku nicht alle geht und ihr das Ding nachher nach Hause schieben müsst. Ja? Wir fangen an in Fahrstufe 1. Ich gebe einmal Vollgas. Und wir gucken gemeinsam, wie schnell wir jetzt hier laut Display und natürlich GPS werden. Insgesamt 5 Fahrstufen zur Auswahl. Also, ich lese jetzt hier einen Wert von knapp 17 km/h ab. Okay, das ist in Ordnung. Drehmomentkurve ist auch angenehm. Wir gehen mal direkt auf Fahrstufe 2. Wichtig ist auch, um die Reichweite zu erhöhen, dass hier auch ein Stück weit mit den Fahrstufen spielt. Ja? Also nicht nur dauerhaft Fahrstufe 5, weil dann geht das ganz schnell, dass der Akku alle geht. Jetzt hier in Fahrstufe 2 sind wir bei 21 km/h. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Ab Fahrstufe 3 macht es dann schon ein bisschen mehr Spaß. Dann merkst du auch diesen 500 Watt Motor mit 65 Newtonmeter, der aber seine Kraft noch nicht komplett ausschöpft. 25 km/h. Fahrstufe 4. Ja, jetzt gibt es nochmal einen schönen Schub nach vorne, Freunde. Klasse. 28, 29 km/h lese ich jetzt hier. Und Fahrstufe 5. Jetzt haben wir die Höchstgeschwindigkeit, die wir hoffentlich auch erreichen. Von 32 km/h hier gleich auf dem Schirm. Jetzt haben wir aber auch Gegenwind und es geht ganz leicht bergauf. Ich lese 31,4 km/h. Pass auf, ich drehe noch mal um und wir nutzen jetzt noch mal das ganz leichte Gefälle, geben noch mal Vollgas und geben ihm die Chance, mit meinem Gewicht hier auch auf die 32 km/h zu kommen, was er spielend leicht schafft. Also ihr seht schon, 32,5. Ja, fast 33 km/h jetzt hier auf dem Display abzulesen. Super. Anfahrkurve ist sehr angenehm. Ja, ihr kennt euch ja vielleicht auch ein Stück weit schon aus. Wer meine Videos kennt, der weiß. Barfangmotoren und auch die Controller, die Software, das ist eine saubere Geschichte. Gibt es schon viele, viele Jahre im E-Bike-Bereich und wurde jetzt hier in dieser Klasse für den Stereon übernommen. Kleines Manko, Vorderradantrieb. Ja, du verlierst natürlich da auch ein bisschen Grip, weil du vorne auch keinen Druck drauf hast, kein Gewicht. Ein bisschen defizitär, wenn es um eine Steigung geht, aber da habe ich hier so einen kleinen Hardcore-Test. Den werden wir gleich mal ausprobieren. Ja? Aber ansonsten Geschwindigkeitstest von meiner Seite aus bestanden. Sehr angenehm. Der Motor ist ein Ticken lauter, weil es sich hierbei ja auch um einen Getriebemotor handelt. Aber ich persönlich kann damit leben. Und ihr könnt es wahrscheinlich auch. Ja, dann machen wir mal weiter. Bremse, ganz wichtig. Links Hinterrad, rechts Vorderrad. Wie bremst der eigentlich, der Stereon C30? Das probieren wir jetzt aus. Weiter geht's mit dem Bremstest. Wir haben eine 160er Bremsscheibe hinten, 180er Bremsscheibe vorn. Das Ganze voll hydraulisch, man kommt gut an die Bremse. Ich mag auch die Form der Bremsgriffe und idiotensicher hat man es auch gemacht. Hier steht nochmal hinten und hier auf der rechten Seite steht vorn. Also auch ich kann jetzt an dieser Stelle nichts falsch machen. Gebe also einfach mal Vollgas.
Und dann gehen wir gleich mal voll in die Eisen. Und dann schauen wir mal, wie wir hier zum Stehen kommen. Und... Also du musst auf jeden Fall gut dosieren. Du musst sie gut dosieren, ja. Also ich habe jetzt vielleicht den Druck vorne ein bisschen mehr gemacht, weil ich ja Rechtshändler bin. Ja, dann hast du so den Druck auf der rechten Bremse ein bisschen mehr. Und dann ist das Hinterrad hochgekommen. Aber ansonsten kommst du schon smart zum Stehen. Also das probieren wir gleich nochmal. Und dann werde ich vielleicht mal ein bisschen mehr mit der Hinterradbremse arbeiten. Ja, den bin ich beinahe hingemault hier. Immer schön aufpassen, ne? Und wir geben nochmal Vollgas. Ja, also schön aufpassen, dass ihr euch hier nicht langmault, ne? Ja, sehr gut. Also jetzt der Druckpunkt mehr auf der linken Seite, rechts nicht ganz so stark, damit die Kiste vorne nicht überkippt hier in dem Fall. Ja, aber ansonsten Bremsweg ist doch ganz ordentlich. Also du kommst sicher und schnell zum Stehen. Du musst halt eben nur ein bisschen aufpassen. Ich persönlich mag es ja, wenn rechts Hinterradbremse ist. Aber das ist Geschmackssache. Ich bin jetzt so viele E-Bikes schon gefahren, die auch auf der rechten Seite die Vorderradbremse hatten, dass es einfach nur eine Gefühlssache ist, dass man sich darauf ein- und umstellen muss. Da ich aber Rechtshänder bin, ja, ne, rechts immer ein bisschen mehr als links. Okay, alles klar. Wir machen mal so einen kleinen Hardcore-Bergtest. Ja? Erstmal gibt es die kurze Steigung, die Hardcore-Steigung mit 26-27%. Und dann gibt es bei mir zu Hause nochmal die langgezogene Steigung. Und dann schauen wir mal, ob er sich da genauso gut schlägt wie jetzt hier auf der Bahn. Als nächstes machen wir mal den Steigungstest. Und zwar eine kurze Steigung, aber extrem. Das sind jetzt mal locker 27-28%. Mit ein bisschen Anlauf versuchen wir jetzt da mal hochzukommen. Ey, das ist überhaupt kein Problem. Jetzt hier hochgeballert. Alter, Alter. Das ging aber jetzt richtig ratzifatzi, ey. Boah, okay, das können wir noch steigern. Ich habe da vorne noch eine Steigung. Die ist wirklich extrem. Also die ist wirklich extrem. Das sind mal locker 35%. Die fahren wir jetzt auch noch mal kurz hoch. Mann, 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 ey. Boah, bitte nicht wehtun, bitte nicht wehtun. Schaffen wir das, schaffen wir das nicht? Oh, ja, wir schaffen es. Ja, ja, ja. Ey, weißt du, bin ich normalerweise mit den Ultimates hochgefahren. Da knallt das Ding hier nach oben mit seinem Getriebemotor. Das ist ja nicht zu fassen. Ey, normalerweise bin ich hier mit Dualmotoren hochgekommen. Habt ihr die Piste hier mal angesehen? Guck dir das mal an. Und der schiebt hier nach oben. Das ist ja unglaublich. Boah, mein Herz, Freunde. Oh, nicht verletzt. Das ist erstmal das Wichtigste. Tanne hätte jetzt gesagt, das fährst du nicht hoch. Ich dachte, eine Schulter. Ja, die Schulter tut immer noch weh. Ich muss echt aufpassen. Aber mega. Ey, das feiere ich ja ganz hart, ganz hart. Wow. So, okay, alles klar. Auf den Adrenalinschub gibt es jetzt erstmal eine langgezogene Steigung bei mir zu Hause. Also, wir wechseln ganz kurz rüber. Und dann geht's als nächstes durch die City. Wow. Go, 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 go. Willkommen mit dem Stereon C30 an der langgezogenen Steigung. Ja, ich wohne ja hier mitten auf dem Land und ihr da draußen ja vielleicht auch nicht mitten in der City. Und dann hast du natürlich so Berge wie hier, wo du dann einfach mal sagen kannst, okay, hier geht's mal 1 Kilometer, 4-6% nach oben. Schafft er das oder schafft er das nicht? Wir haben ja hier keinen Heckantrieb, sondern Frontantrieb. Aber darüber hinaus einen sehr kräftigen Motor, 48 Volt, 500 Watt, Peak 1000 Watt und das Ganze auf 65 Newtonmeter. Und darüber hinaus ist das Ganze noch ein Getriebemotor, den ihr vielleicht auch aus dem Cargo-Bereich kennt von der Firma Barfang. Und wenn ich jetzt hier in Fahrstufe 5 mit meinem C30, ja bei Peak 32 km/h, entspannt Gas gebe, dann merke ich überhaupt keinen Widerstand. Also wir fahren diese Steigung hier ohne Mühen hoch und ich sehe auch hier auf meinem Tacho, gut, 31 km/h, also das juckt den überhaupt nicht. Ja Leute, jetzt sind wir am höchsten Punkt angekommen. Hat funktioniert. Einwandfrei, überhaupt keine Probleme. Mit gut 31 km/h laut Tacho bin ich hier meinen Berg hochgebügelt. Ha, wunderbar. Ja, angekommen jetzt hier am höchsten Punkt, war das jetzt überhaupt kein Problem. Und wer mich kennt, der weiß, von der City auf den Berg geht es jetzt für uns ins Gelände. Na dann mal los. Go, go, go. Go, 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 go.
Weiter geht's im unebenen Gelände. Es kann natürlich mal sein, dass ihr eine Abkürzung nehmt. Ihr seid campen, was auch immer. Und dann kann es selber mal sein, dass man sagt, ich möchte gerne abkürzen. Kein Thema. Könnt ihr natürlich mit dem Stevion C30 machen. Jetzt hat das Ganze nur einen ganz kleinen Nachteil. Modo ist vorne, bedeutet, ihr habt da gar keine Last drauf. Und dann kann natürlich Folgendes passieren, so wie bei mir jetzt gerade. Der Motor vorne dreht durch, ja. Jetzt haben wir hier so einen Sandweg mit ein bisschen Schotter drauf. Und wenn ihr dann in Fahrstufe 5 Vollgas gebt, dann fühlt sich das ein bisschen an wie Fast and the Furious. Deswegen gehe ich mal in Fahrstufe 3, ja. Reduziere mal ein bisschen das Anfahrdrehmoment und konzentriere mich jetzt eher auf die Fahreigenschaften, ja. Wir haben ja zwei unterschiedliche Radgrößen. Vorne 18, hinten 14 Zoll. Ich muss aber sagen, dass sich der Stevion trotzdem ganz gut schlägt. Also er schiebt ordentlich nach vorne und das ist natürlich dem Getriebemotor zu verdanken. Also Power hat er ohne Ende. Die Starrrahmenkonstruktion hat natürlich ihre Vor- und Nachteile. Vorteil ist natürlich sehr verwindungssteif, sehr stabil, hohe Zuladung. Radstand ist auch vollkommen in Ordnung und ich merke auch keinen Unterschied, jetzt, ob ich jetzt hier ein großes oder ein kleines Hinterrad habe. Er ist auch sehr wendig und auch sehr agil, aber wir haben natürlich einen geminderten Federungskomfort, so möchte ich das Ganze jetzt mal ausdrücken. Weil wir natürlich keine Dämpferanlage, also keine Federgabel vorne haben und auch kein zentrales Federbein hinten, sondern eben nur die Bereifung und unter anderem auch unsere gefederte Sattelstange. Ja, trotzdem macht er das schon mal richtig gut. Also jetzt hier auf so einem schönen befestigten Sandweg ist das alles gar kein Problem. Okay, dann werden wir den Schwierigkeitsgrad jetzt mal ein bisschen erhöhen. Denn das ist meine Lieblingsecke. Hier geht es gleich richtig los. Weicher Sand, tiefer Sand vor allem auch. Und ich bin gespannt, ob wir uns jetzt hier durchmogeln können mit dem Stevion C30. Also nicht viel schnacken, Kopf in den Nacken. Und ich gehe mal jetzt schon in Fahrstufe 5, weil ich weiß, dass ich ein bisschen Druck brauche. Und ich fahre mal meine Beine aus. Von rechts nach links und ja, oh Schande. Leute, der schiebt hier durch, aber der hat ordentlich zu tun. Ich muss vorne ein bisschen Druck drauf geben, damit wir uns hier nach vorne arbeiten. Aber den Motor scheint das nicht zu jucken, wie tief der Sand jetzt hier ist. Der braucht nur ein bisschen Unterstützung von meiner Seite aus. Und dann schiebt er hier trotzdem durch. Er schiebt nach vorne. Und ihr müsst aber immer wieder die Füße hier rausfahren, damit ihr nicht auf die Nase fällt, weil der Motor natürlich die Tendenz zum Durchdrehen hat. Also Leistung, Leistung habt ihr genug. Das ist jetzt hier beim Stevion C30 kein Problem. Und die Bremsen sind auch gut. Wie gesagt, wenn der Motor jetzt hinten wäre und wir würden das Ganze mal umdrehen, ne? 18 hinten, 14 vorn, das würde erstmal ein bisschen komisch aussehen. Ihr würdet, glaube ich, auch ein bisschen anders sitzen an der Stelle. Euch fehlt natürlich ein bisschen der Druck, ne? Hier fehlt dem Motor natürlich so ein bisschen der Druck von oben, das Gewicht. Deswegen schiebt er hier auch durch, aber der hat die Power, der hat die Leistung. Es macht Spaß, es macht Laune und ihr könnt natürlich auch mit diesem Stevion C30 mal ins Gelände gehen. Kein Problem. Lassen wir das Ganze einfach mal so stehen und ich würde sagen, weiter geht's. Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it, ey. And if you play that game, then you just might make a change. Ja, nach der ganzen Euphorie hier mit dem Steigungstest möchte ich euch natürlich den Fahrwerkstest nicht vorenthalten. Fahrwerk, ja, das ist auch genau das Thema hier. Ne? Eingefedert wird hier komplett über die Bereifung vorne und hinten und natürlich über die gefederte Sattelstütze, die ich allen empfehlen kann, die so ein bisschen Probleme mit dem Rücken haben. Und den Komfort einfach wichtig ist. Deswegen bügeln wir mal hier so ein bisschen über die Piste und ich gebe euch mal ganz kurz das wieder, was ich fühle und spüre vor allem, ja. So, also, befestigter Sandweg ist erstmal gar kein Problem. So, jetzt suche ich mir hier mal ein paar Bodenwellen und dann merkst du natürlich schon, dass übers Vorderrad ordentlich was an den Lenker übertragen wird. Und dann schüttelt mich das natürlich schon durch. Okay, kann ich aber erstmal mitleben. Das ist doch geil. Das ist eigentlich das Beste, ja. Die Sattelstütze, die federt allerdings einiges weg. Und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Und jetzt kommen hier mal so ein paar richtig schöne, hässliche Schlaglöcher. Und ihr merkt schon, ja, da passiert auch ein bisschen was. Also erwartet natürlich jetzt hier vom Fahrwerk nicht zu viel. Gönnt euch bitte die Sattelstange, da könnt ihr auf jeden Fall, beziehungsweise die Sattelstütze, da könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Denn ihr seht schon nicht hier ein Fehler. Das macht richtig Laune und ist vor allem auch notwendig. Also, wenn euch das Thema Komfort am Herzen liegt, ja, dann könnt ihr nichts falsch machen, da die paar Euro mal zu investieren, damit der Popo schön weich abgefedert wird. Ja, spitze. Boah, dann würde ich sagen, drehen wir noch eine kleine Runde durch die Stadt. Und dann gibt es auf jeden Fall das Fazit zu diesem tollen Vehikel hier. Klasse! Never slow yourself down, you can do some more. Push past, start a-
Ja, jetzt eine der wichtigsten Fragen. Wo fahre ich denn überhaupt meinen Styrion C30? Egal in welcher Geschwindigkeitsstufe. Ja, ganz klar, ihr seid ein Kraftfahrzeug. Ihr müsst also auf die Straße. Außer es ist ausgeschildert, dass ihr auch auf dem Radweg fahren dürft. Bedeutet jetzt für mich, ich darf auf die Straße. Und das mitten in Berlin. Naja, also wenn keiner hinsieht, hätte ich ja fast gesagt, wir fahren einfach eine Runde Radweg und eine Runde Straße. Sicher ist sicher, ja, also safety first. Und deswegen ganz wichtig, immer einen Helm tragen, Freunde. So, es ist ja noch früher Morgen. Ich habe mich heute extra dazu entschieden, ein bisschen früher loszufahren, damit der Verkehr in Berlin nicht ganz so krass ist. Also wenn jetzt der eine oder andere sagen würde, okay, da sind ja hier nur 30 km/h. Ja, wenn du erstmal auf dem Styrion sitzt, dann fühlt sich das schon flinke Sohle an, auf jeden Fall. Auch die Reifenbreite finde ich sehr angenehm. Der Lenker, der vermittelt mir auf jeden Fall ein sehr gutes Fahrgefühl, genauso wie die Griffe mit der vernünftigen Handbeinauflage. Und ganz wichtig ist natürlich die Bremse. Ja? Also ihr kommt sicher und schnell zum Stehen. Oh. Was die Reichweite betrifft, ja, das ist natürlich abhängig von vielen Faktoren, das wisst ihr ja selber. Ne? Zum einen der Luftdruck, zum anderen die Außentemperatur, das Gewicht des Fahrers, das Terrain und. Deswegen sage ich ja, spiel ruhig mal ein bisschen hier mit den Fahrstufen. Ich war jetzt auf 4 unterwegs, ja, 3 wäre jetzt vielleicht nicht unbedingt mein Ding. Aber wenn du jetzt in der 30er-Zone oder in einem verkehrsberuhigten Bereich bist, ja, dann schalt ruhig mal runter. Ja, dann denke ich mal, kannst du noch ein bisschen was rausholen. 30, 40 Kilometer, okay, ist ganz cool, um eine Stadtrundfahrt zu machen. Ansonsten müsste man sich wirklich den Range Extender holen und dann habt ihr oben nochmal auf dem Oberrohr die Aufnahme, um am Ende auch noch einen zweiten Akku mitzuführen und dann macht ihr einfach nur Bäumchen, wechsel dich. Ja, wir fahren nochmal eine kleine Runde geradeaus. Und dann gibt es von meiner Seite aus auf jeden Fall das Fazit zum Styrion C30. Go, 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 go. Wir sind zurück von unserer Probefahrt mit dem Styrion C30. Mann, hat das Spaß gemacht und Mann, habe ich dieses Fahrzeug unterschätzt. Ich dachte am Anfang noch, ey, 32 km/h und damit gehst du dann auf die Straße. Das ist ja ein Hindernis. Ja, was willst du auf der Straße? So ein Fahrzeug gehört normalerweise auf dem Radweg, dürfst du aber wiederum nicht, außer es ist ausgeschildert. Und dann sitzt du da drauf, gibst Feuer im fünften Gang und denkst dir, der Motor, ja, der schiebt brachial nach vorne. Dieser Barfangmotor, 500 Watt, 48 Volt, 65 Newtonmeter. Wir haben es ja gesehen. Die Steigung, die ich mit dem Fahrzeug jetzt bewältigt habe, die habe ich normalerweise nur mit Fahrzeugen geschafft, die Dualmotoren haben. Also zwei Motoren, eins vorne und eins hinten. Die waren dann auch nicht zugelassen. Das hat der Styrion aber spielend gleich gemacht. Und ich hatte das Gefühl, da wäre jetzt auch noch mehr gegangen, ja. Alles in allem super gut in der Qualität. Wirklich, das muss man wirklich lassen in dem Fall. Natürlich kommt jetzt hier nicht jedes Teil aus Deutschland, muss es aber auch nicht. Weil am Ende ist es die Kombination und Barfang, der Antriebsstrang an sich, das hat sich alles schon bewährt in den letzten Jahren. Das Display, der Akku, die Kombination, der Rahmen, alles aus Deutschland wiederum, auch in Deutschland zusammengebaut. Du hast den Service in Deutschland und dazu auch die Möglichkeiten, gleich ab Werk noch Zubehör anzubauen. Sprich, das Rahmenschloss, die Trittbretter, die Sattelstütze, die ihr jederzeit nachrüsten könnt, den Range Extender, ja, oder auch die Schwenk Hinterachse. Das sind doch alles Themen, die kriegst du doch bei keinem anderen Fahrzeug. Natürlich sind 3000 Euro viel Geld. Aber ich sag mal, das kaufst du ja auch nicht zum Brötchen holen, sondern der ist für die Straße gemacht. Der ist vom Komfort her nicht dafür gemacht, dass ihr jetzt hier mitten durch die Bahn heizt. Ja? Einmal Feldweg hoch und runter. Ey, danach hast du Rücken, gar keine Frage. Das gleicht die Sattelstütze dann auch nicht aus. Aber der ist für die Straße gemacht. Und das macht auch Laune. Und das schiebt dir vor allem auch mal wieder ein Lächeln ins Gesicht, dass du einfach auch mal wieder ein deutsches Startup unterstützt, da vielleicht ein bisschen mehr Geld ausgibst und sagst, alles da, ich investiere hier in die Qualität, in die Nachhaltigkeit und auch in die Innovation made in Germany. Und darum geht es auch. Und das freut mich einfach. Ja? Und natürlich, ja, 3600 Öcken. Verdammt, ist das viel Geld. Aber ja, ich würde es investieren, wenn ich das Geld hätte und sage, ich will halt eben einen mobilen Untersatz haben. Ich würde wahrscheinlich auch noch in den zweiten Akku investieren. Einfach, um die Reichweite auch zu haben. Ja? Weil es sonst Spaß macht. Und du ballerst die Berge hoch, du knallst geradeaus und die Radfahrer, ist alles kein Problem. Macht Spaß. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Ein, zwei Mankos, gibt es noch was zu meckern? Die Hupe. Ja, also wenn ich irgendwie mit U37 Kontakt aufnehmen will, dann würde ich die Hupe benutzen. Ansonsten komforttechnisch, ja, du hast kein Fahrwerk, muss man sagen. Bestellt euch auf jeden Fall diese Sattelstütze mit dazu. Das ist lebensnotwendig. Was anderes kann ich dazu nicht sagen. Der Rest ist geil. Der ist gut. Der Rest ist richtig, richtig gut verarbeitet. Und darum geht's.
Es muss einfach Spaß machen, mit dem Teil unterwegs zu sein, vor allem, wenn man dann so viel Geld ausgibt. Und das hat's. Das hat's. Genau. Und ihr macht jetzt bitte nur noch eins. Klicken, liken, abonnieren und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier bei den Scooterhelden in Berlin. Schade, dass jetzt keiner hier ist, der meine Videos kennt. Ja, normalerweise bin ich auf dem Tempelhofer Feld, ist immer irgendjemand da und sagt, ey, Marcel, wann ist Scooter? Und ich sage, ja, ey, wieder was getestet. Ja, haben wir. Stevie on C30. Zieht's euch rein, unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr alle Links. Bis zum nächsten Mal.